Wir müssen aber auch bald bei Claire sein, ne? Also von der Theorie her. Dieser Ort ist sowas von nicht normal. So, jetzt schauen wir nochmal mit ihr hier rum. Sie trägt ja auch eins dieser Armbänder übrigens. Und es ist rot. Rot ist gar nicht gut. Wir sind fast beim Funkturm. Rot bedeutet, glaube ich, Angst, ne? Beziehungsweise, wenn es rot blinkt, glaube ich so. Oder es bedeutet Mutation. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Kommt dir etwas bekannt vor? Nein. Tut mir leid. Schon gut. Sind fast da. Hältst du mit? Ja, ich habe kräftige Beine. Vor allen Dingen, er steht hinter mir. Hältst du mit? Ja, ich suche mit ihr noch ein paar Gegenstände. Also von der Theorie her müssen wir hier lang. Aber beim letzten Mal ist ja, glaube ich, dieser Brückenteil hier abgebrochen, ne? Wo wir drüber gesprungen sind. Endstation. Was machen wir nun? Wir müssen einen Weg drumherum finden. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber nicht hier lang, sondern dann hier lang. Okay, sie kann da durch. Das heißt, das Ding ist von der anderen Seite verschlossen. Barry, sie ist verschlossen. Was jetzt? Du musst das Schloss aufbrechen. Siehst du etwas, das du benutzen kannst? Nee, ich sehe hier gar nichts. Ich sehe hier nur eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Oh. Da, ein Stein. Okay. Gute Arbeit, Süße. So. Den Stein kann sie mal wieder nehmen. Ich werde sie weiterhin erstmal nehmen. Weil vielleicht finden wir noch was mit ihr. Was ist das? Ah, auch ein Stein. Gut. Dann ducken wir uns mal, ob bleib wir Gegner in meiner sehen. Nähe, okay? Okay. Okay. Okili dokili. Also das ist hier ein bisschen offen, das Feld. Ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl dabei, ne? Als ob hier gleich was kommt. Aber es scheint alles ruhig zu sein. Ein bisschen zu ruhig, ne? Hier kommen wir auch nicht lang. Nee, wieder ein Stein. Oh, und hier geht es ganz tief runter. Aber da müssen wir lang. Die Kleine ist schon tough, ne? Ich höre doch was. Etwas, was mir nicht gefällt. Psst, da draußen ist was. Ja, ich weiß. Nicht, dass hier irgendwie die Hölzer umfallen. Ja, da draußen sind tatsächlich Gegner. Okay, das heißt für uns... wechseln. Alter, was bist du denn? Psst. Bleib da.
Du Kacke, hat das Ding hier auch Holz gehackt oder was? Ich weiß nicht so recht, ob ich das jetzt hier irgendwie mit der Pistole erledigen will, Leute. Oder ob ich lieber dann doch zu Python wechsle. Hier gleich zur Hardcore-Waffe. Ist doch schon ziemlich gewagt, ne? Ich sehe aber auch nicht, wo es ist jetzt, ne? Wo ist er hin? Er, es meinst du? Was hat das Ding hier nur gemacht? So, schau dich mal um. Ein kleiner prüfender Blick. Oh. Oh, 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 oh. Hier kann es aber nicht sein, sonst würde ich es ja sehen, oder? Ich sag's euch, ey. Hey. Was ist das? Oh oh. Irgendwas nicht. Ich glaube, ich habe was gesehen. Mädchen? Mach mich nicht Curry, ne? Es nur sein. Machst mich crazy. Hier lang kommen wir auch nicht und hier kommen wir auch nicht lang. Ich höre auch was, ne? Also irgendwas höre ich doch. Oh, scheiße. Okay, Ballen da. Die Schwachstelle anscheinend. Das Monster kommt! Das ist schon da, Mädchen. Das ist schon da. Na, das ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Diese Insel ist völlig verrückt. Ja. Die Insel hier ist wirklich völlig verrückt. Aber wir haben es ja noch ganz so wenig hinbekommen. Ein bisschen laut, aber... Naja. Was war das eben? Och nee. Ich weiß nicht, Süße. Halten wir die Augen auf, falls noch mehr da sind. Sag nicht, du siehst schon wieder irgendwas. Ich
möchte sie auf gar keinen Fall sterben lassen. Also ich habe gar keinen Bock darauf, dass sie überhaupt mal in diesem Game stirbt. Deshalb möchte ich schon wirklich extremst auf sie aufpassen, ne? Kann man das Ding auch mit einem Stein vielleicht bewerfen und so ein bisschen zum Taumeln bringen? Ich glaube eher nicht, weil... Oh, da leuchtet irgendwas. Ja, ich habe es schon eben gerade gesehen, aber ich dachte erst, es wäre hier irgend so eine biologische Form hier. Aber es ist nur so ein Scheinwerfer. Okay, gut, haben wir immer noch ausgerüstet. Das ist wunderschön. Ja, hier ist irgendwas, definitiv. Also, bestimmt wieder so eins dieser Dinger, ne? Für so ein kleines Mädchen bestimmt der absolute Horror. Oh, da. Alter Schwede, was ist das denn? Ja komm, geh mal wandern. Hey, ist gut gemacht! Oh, sie hat mich geheilt. Okay. Ja, ich denke mal... Wir sollten jetzt wirklich mega aufpassen. Ich will sie aber benutzen... Weil sie nun mal auch Gegenstände aufspüren kann und das ist mir echt schon wichtig. Ne? Wir müssen jetzt echt ein bisschen mehr aufpassen. Also ihr habt gesehen, dass das Vieh, das haut ordentlich rein. Wenn es einen erwischt, dann kann es auch ziemlich schnell zu Ende gehen. Deswegen werde ich jetzt mal aufpassen, wenn ich wieder was Orangenes sehe, dass ich nicht zu neugierig bin und weiterlaufe. Sondern dass wir wirklich gehockt bleiben. Grünes Kraut. Wir können ja mal schauen. Sie hat noch grünes Kraut. Sie gibt uns dann noch welches. Habt ihr gesehen? Sie hat mich ja geheilt. Das hat sie gut gemacht. Sehr gut. Da vorne. Da vorne. Okay. Barry, du bist dran. Scheiß Arm. Okay. Ja, komm, ey. Komm mal klar, ey. Voll übertrieben, ey. Das ist so übertrieben, Leute. Echt gut gemacht. Echt gut gemacht. So. Ja, es ist dann auch ziemlich schnell tot. Wenn man da noch trifft, ne? Aber wir haben nur noch 11 Schuss. Das heißt... Wir müssen jetzt wirklich aufpassen, ansonsten nehme ich meine Python. Ich weiß nicht, ob wir das mit der Pistole... Wir könnten wechseln, wenn dann dieses komische Auge oder was ist, dieses Orangene zu sehen ist. Und da könnten wir mit der Pistole drauf schießen, denn ich glaube, da reicht auch schon ein Schuss, ne? Weil das Viech ist echt hartnäckig. Okay, jetzt haben wir wieder Munition. Und wir werden mal unsere Energie teilen. Genau. Und dann kann sie uns wieder heilen, wenn was ist. Vielleicht können wir auch dem Viech gänzlich aus dem Weg gehen. Kann ich mir aber wenig vorstellen. Weil das wird da auf und ab laufen. Ich laufe auf Fußspuren. So, Barry. Oh, scheiße. Ja, ich mache ja schon. Ich lasse mich jetzt wohl nicht in Ruhe. Ja, es ist tot.
Das Monster. Ups. Wie viel Schuss? Oh, scheiße. 8 Schuss, ganz ehrlich, ne? Wie sollen wir das jetzt packen? Wo müssen wir ihn jetzt nochmal lang? Okay, wir müssen hier lang. Und hier kam es ja. Irgendwie vom Baum runter oder so. Und wie gesagt, zur Not werden wir jetzt drauf schießen. Aber man sieht hier aber auch fast gar nichts mehr, ne? Es ist so rabenschwarz hier. Ah, vielleicht da lang. Weil ich das Gefühl habe, dass wir von da kamen. Es raschelt irgendwas im Busch. Okay, gut. Wir haben wieder Munition. Das kann jetzt auch gut heißen, dass jetzt wieder so ein Viech kommt. Ich möchte mich da aber echt nicht festlegen. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist. Nee, wir müssen da lang. Wir müssen da nach oben. Da leuchtet es nämlich. Von da kamen wir nämlich. Von da hinten. Eigentlich müssten wir jetzt hier lang. Oder? Wir gucken jetzt einfach mal. Nee, doch nicht. Wir müssen da lang. Gut. Die Fußspuren zeigen auch in die Richtung. Hundertpro kommt jetzt hier eins. Ah, cool. Eine Truhe. Ja, sehr düster, ne? Man kann sich hier echt leicht verlaufen. Endlich, eine Lichtung. Ey, sag das jetzt nicht zu laut, Barry. Ganz ehrlich, ne? Ich kenn das. Passieren nämlich die unmöglichsten Dinge, wenn man das sagt. Was ist eigentlich dieses Rote hier? Was heißt das? Da kommt irgendwie sowas Rotes. Ist aber nichts. So. Pistolenmunition. Ganz im Ernst, ne? Wie absurd das eigentlich ist, dass wir wirklich mit so einem kleinen Mädchen irgendwie durch die Gegend watscheln und Monster begegnen und ich weiß nicht, ne? Ich finde das voll skurril. Ey, jetzt müsste noch was kommen, ich sag's euch. Die Kreaturen hatten einige der gleichen Symptome wie Uroboros. Uroboros? Das ist ein Virus, den böse Menschen vor einigen Jahren in Afrika eingesetzt haben. Die Frage ist, wie kam der hierher? Uroboros? Oder was sie da gesagt hat. Ach man. Ja, den Virus, den kennt man ja. Das ist schon echt pervers gewesen. Bei manchen ist das ja dann so abgelaufen, dass dann auch aus dem Kopf dieser Wirt rausgekommen ist. Ist das da vorne? Naja. Ach, hier liegt noch ein Zombie. Der ist aber irgendwie tot, ne? Auf Russisch. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe es lebend daraus geschafft. Zwar nicht unbedingt in einem Stück, aber lebend. Ich kann immer noch gar nicht begreifen, was da vor sich ging. All dieser Aufwand nur, um uns Angst zu machen und mit uns zu spielen. Es war Wahnsinn.
Ich habe ein paar Menschen im Wald getroffen, aber sie haben mir nicht geglaubt. Ich muss sagen, dass ich ihnen nicht unbedingt Vorwürfe machen kann. Ich hätte mir auch nicht geglaubt. Wer würde sich schließlich gegen sie auflehnen? Sie, die uns alle gerettet hat. Ich kann das nicht alleine tun. Ich bin zum Funkturm gegangen und habe versucht, nach Hilfe zu rufen, konnte aber kein Signal rausbekommen. Wir sind ganz alleine hier draußen. Aber wenn wir keine Nachricht nach draußen schicken können, ist das unser Ende. Rettung? Dass ich nicht lache. Sie ist der Teufel persönlich. Sie, wahrscheinlich diese Art Aufseherin. Okay, der Zombie scheint auch down zu sein. Mit dem Finger mal hinzeigen. Right to pass. Machen wir hier Licht. Wechseln. Nee, können wir nicht. Da ist nämlich auch noch was. Da! Finger des Todes. Pistolenmunition. Wir können jetzt mal ein bisschen tauschen, ne? Übergeben. Nee, das behalten wir erstmal, aber das übergeben wir ihn auch mal. So. Dann schauen wir nochmal mit Barry hier lang. Hier ist aber auch nichts mehr Sonderliches. Hier kommen wir, denke ich mal, auch nicht durch, oder? Nee, Scheibe können wir nicht zerstören. Wenn wir mal den wieder machen und mit den kleinen Mädchen weiter wandern. Oh, was war das? Ach, das war nur Barry. Mann, Barry, hör auf. Mach mir nicht immer so eine Angst, Barry. Du bist gemein, Barry. Warum tust du das, Barry? Sag nur, warum. Warum? Okay. Wo ist denn der Stein? Da ist er. Komm, kleines Mädchen. Nicht mit dem Finger dahin zeigen. Da hilft doch dein Finger des Todes nichts. Die hätten auch bestimmt mit dem Messer das Schloss öffnen können. Oh, geht die Kiste jetzt nicht auf? Ach so, die ist schon offen. Okay. Das Holz fliegt nur ein bisschen in der Luft rum. Ach du Scheiße. Mach das Licht aus. Come on baby, light my fire. Oh, das sind zwei. Was machen die denn da? Liebe oder was? Ey, guckt euch das mal an. Das sieht voll eklig aus, ne? Flammen. Oh. Es tut mir aber sehr leid für euch. Komm, kleines Mädchen. Aber hier ist auch nichts mehr. Doch, hier sind Fußspuren. Sie hat mal wieder was entdeckt, was Barry nie gesehen hätte. Fußspuren. Ist da noch was? Okay, da geht es irgendwie, keine Ahnung, weiter. Ich möchte aber erstmal hier schauen. Oder hier geht es weiter. Ich weiß es nicht. Nochmal kurz einen Wechsler. Okay, wir können... Wie viel Munition haben wir denn noch? 23 Schuss. Ist von der anderen Seite verschlossen. Da brauchen wir mal wieder Barry. Barry, wohin mit der Kiste?
Ja. Genau, irgendwo hin. Ich denke mal nicht, dass wir das hier hinstellen sollen. Vielleicht sollen wir sie auch mit rausnehmen. Das ist jetzt wohl das einzigste Logische hier, ne? Okay, wir können sie vielleicht da draufstellen. Nee, doch nicht. Das ist auch Schwachsinn. Dann hier vielleicht um die Ecke. Oder wir müssen damit gänzlich rausgehen. Nee, wir müssen damit, denke ich, mal rausgehen. Ja, was anderes fällt mir jetzt nicht ein, ne? Okay, vielleicht sollen wir sie ja auch hier so mitnehmen. Die Kleine öffnet die Tür. Nee, doch nicht. Ich möchte jetzt wissen, was das ist hier. Irgendwas können wir mit dieser Kiste machen. Ich weiß bloß nicht, was. Nee, hier können wir aber nicht hoch. Ach, da! Da! Und da ist auch was. Oh, es ist peinlich. Komm, Barry, kümmer du dich mal drum. Stell mal die Kiste genau hier hin. Vielleicht können wir ja da drauf. Nochmal so hier. Und hier. Nee, können wir nicht drauf. Vielleicht kann aber die Kleine ja da drauf. Vielleicht ist Barry einfach nur zu groß. Nein. Okay. Ah, da unten. Alles klar. Da wollte uns das Spiel ein wenig verarschen, ne? Hier noch ein Kraut. Und jetzt kann er die Kiste nämlich holen und dann können wir das Teile-Dingens holen. Also die Teile-Box. Wir müssen die mal irgendwann nochmal einsetzen, ne? Ich habe jetzt schon dann 3 Teile-Boxen. Aber kein Platz mehr, ne? Also so langsam, aber sicher wird es nötig. Ich habe aber bis jetzt nicht noch mehr so eins dieser... Hier, wie heißt das nochmal? Dieser Werkbänke, oder wie man das nennt, gefunden. Wir müssten mal so eine Werkbank wiederfinden. Wechseln mal wieder. Mann, hör auf damit. Lad hier nicht nach. Da ist was. Cool, ich glaube, da ist eine Werkbank, oder? Nee, doch nicht. Schade. Das hier? Voll, voll, voll. Mann, na endlich. Da. Da müsste Claire und Moira sein. Wir gucken jetzt mal nach. Wir brauchen jetzt die Munition für sie ja gar nicht. Wir übergeben sie mal weiter. Das übergeben wir auch mal weiter. So, dann kann er... Nee, nicht er. Sie aber. Das hier nehmen und die leere Flasche nehmen. So, stellen Sie Zweitwaffen her, indem Sie leere Flaschen mit verschiedenen Ressourcenobjekten kombinieren. Objekte zu kombinieren? Okay, ja, ich hab's verstanden. Wir stellen jetzt einfach mal was her. Ich denke mal, wir können Molotow-Cocktail herstellen. So. Brandflasche. So. Das ist Stoff. Kombinieren Sie mit Alkohol, Desinfektionsmittel, mit Kraut. Okay, da können wir anscheinend... auch was Schickes dann herstellen. Verbandszeug und so. Aber wir lassen das jetzt erst einmal. Wobei... diese Flasche, die...
Ja, ich weiß nicht. Egal. Wir lassen ihr jetzt erstmal die Flasche. Kann sie die werfen? Nein, sie kann die nicht werfen. Wir können aber mal die Karte hier mitnehmen. Hier ist eine Karte. Eine Waldkarte. Und dann können wir mal schauen, ob wir diese Tür hier öffnen können. Ja, das funktioniert. Und hier können wir jetzt die Teileboxen einsetzen. Gut. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder bei Resident Evil Revelations. Der Sibbo macht jetzt erstmal ein kleines Päuschen und dann geht es weiter. Dann werden wir erstmal die Teileboxen verwenden und dann werden wir mit der Kleinen hier weiter wandern. Bis gleich.